Bei Trakehnerblut mache ich quasi die Geschichte. Also ich habe das Buch geschrieben, die Bücher in dem Fall, weil ziemlich besonders, also normalerweise schreibe ich Kinofilme, das heißt 90 Minuten ist eigentlich meine Ziellänge. Und das war schon sehr krass, weil ich in dem Fall 360, wenn ich es jetzt richtig rechne, 360 Minuten durchgehendes Drama geschrieben habe. Und es war schon wie ein Marathon zu laufen, wenn man eigentlich Kurzstrecke macht. Also es war toll, es war ein wahnsinniger Ritt. Wir haben das im Team entwickelt, mit den Produzenten zusammen, sehr eng. Dann Eva Karlström und Andreas Oemkes-Mieten und Bernd Schiller saßen wir zusammen im Writers Room und haben eine riesige Wand gehabt, wo jeder quasi seinen eigenen Strang hatte. Und da hatten wir auch Fotos schon von Darstellern, die wir uns vorstellen konnten, und Bildern von der Kunst von Silvia. Es hing alles an der Wand. Es war wie so ein riesiges, wir haben es immer das Monster genannt, weil es so riesig war und so viele Stränge. Und das geschieht dann in so einem, also es ist lustig, weil es ist ja auch ein Drama über Interaktionen und menschliche Beziehungen, und so ist es auch entstanden. Es geschieht im Prozess, man redet miteinander und so entwickeln sich die Figuren. So ein Trakehnergestüt als Hintergrund zu haben, das bringt es auf eine neue Ebene, die halt quasi sowas, was eigentlich im Alltag ja jeder kennt, eben wie so eine Überhöhung zu haben und da so zuzuschauen, das ist, glaube ich, also ich fand es wahnsinnig spannend. Einfach weil geschlossene Systeme immer spannend sind. Als Autor, als Zuschauer, das ist ja quasi gleich. Diese Serie ist ja aus der Perspektive von der Hauptfigur von Alexandra, die quasi da reinkommt in dieses Gestüt und den Zuschauer, der ja auch keine Ahnung von dieser Welt hat. Das ist eine fremde Welt. Und das ist ja immer das, was im Drehbuch oder im Film spannend ist, ist eine fremde Welt zu entdecken, die man so nicht kennt. Und man geht mit ihr mit und identifiziert sich ja mit ihr. Sie ist ja Working Class, sie arbeitet in der Industriebäckerei und kommt dann in diese Gesellschaft, die sie sich so erobern muss. Und sie kennt keine Pferde, sie fasst zum ersten Mal diese Szene, wie sie an der Straße steht und dieses Pferd berührt. Das habe ich ja in den Mustern gesehen, das finde ich wahnsinnig berührend, weil das einfach so, das ist wie so, also der Zuschauer selber kriegt dann den Kontakt mit den Pferden und sie geht in diese Welt, und das ist einfach eine super Identifikationsfigur, als wenn man gleich davon aus, also wenn man jetzt eine Hauptfigur hat, die schon perfekt reiten kann und da in dieser Welt zu Hause ist, das schafft so eine Distanz, und so gehe ich mit ihr mit und bin quasi in ihrem Team und bin dafür, dass sie das sich erobert und da ihren Platz findet. Was mich persönlich jetzt an Trakehnerblut fasziniert hat, ist eben diese Welt kennenzulernen von außen. Also nicht drin zu sein, sondern reinzugehen und den Kontakt aufzunehmen mit so einem Tier. Das ist ja was unglaublich, ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt kein anderes Tier, das so in Menschen auslöst wie ein Pferd. Ich meine, das ist einfach, ich habe als Kind immer Winnetou geguckt und da war das schon für mich, irgendwie ging es nur um das Pferd und das schwarze Pferd. In Trakehnerblut haben wir auch ein schwarzes Pferd, und das haben wir nicht also zufällig gewählt, sondern weil das einfach der Inbegriff ist von diesem ganzen Sujet, was man damit verbindet. Freiheit, Abenteuer, Magie. Wir haben uns so eher dafür interessiert, wie man mit Pferden, also dieses ganz Ursprüngliche, dieser barfüßige, sage ich jetzt mal, Umgang mit Pferden, also das Entdecken und die... Wir haben schon auch ein bisschen diesen Gegensatz herausarbeiten wollen, was quasi wie in der Sportwelt mit Pferden umgegangen wird, aber auch wie eine Alternative aussehen kann. Also wie der Umgang mit Pferden sich quasi verbessern kann und wie man das so ein bisschen auf seinen Ursprung zurückführt. Und auch durchaus eine Lanze brechen für modernere Pferdehaltung. Family Drama ist halt einfach die Königsdisziplin, glaube ich, immer für einen Drehbuchautoren sowieso, weil einfach die Familie ist ja die Keimzelle von allem, was uns bewegt. Das ist Psychologie, das ist Liebe, das ist alle, wie soll ich sagen, alle menschlichen Emotionen zusammengepackt in einer Konstellation. Und wenn man das dann so wie so eine Versuchsanordnung zusammenschiebt, dann ist das einfach ein wahnsinnig spannendes Tableau. Warum man sich die Serie anschauen sollte, ist einfach, weil sie wahnsinnig gut gemacht ist und weil sie was ganz, ich glaube, sie ist einfach wahnsinnig modern in dem, was so im Fernsehen passiert. Und es ist modern auf eine Art, die trotzdem nicht nur in der Nische gefällt, also nicht nur irgendwie 5 Fans, sondern die kann sich auch einen Mann anschauen, der nur auf Actionfilme steht, und der wird trotzdem dabei bleiben, bin ich mir ziemlich sicher.